guck mal eine an. Sehr interessant. Das heißt also, dass Burke quasi ganz schön viel für Dingens gearbeitet hat, für Marcano. Aber im Endeffekt nie wirklich hoch aufsteigen konnte, weil wie gesagt, ne, er war kein. Ist ja kein Italiener und in die Mafia muss man, wird man nur mit aufgenommen, wenn man gebürtiger Italiener ist. Ist so irgendwie so eine Aufnahmebedingung. So, okay, dann können wir direkt unsere nächste Mission machen. Hollis Dupree, the white resident of Southdowns, who allegedly killed two colored men in self-defense in front of his home, has been arrested. According to Dupree's defense attorney, pressure from local civil rights leaders and growing national attention on the case is what motivated the DA to file charges. The Korean War veteran has been released on bail pending trial. Dupree is accused of killing Vietnam veterans Trey McCall and Lamont Harris after the young men knocked on his front door seeking help with a flat tire. Interessante Radio, Nachricht. Hör ich gerne zu. Falls ihr wundert, warum ich gerade nichts gesagt habe. Das lag tatsächlich an der Durchsage. Ich suche gerade was. Ah, da ist es. Nee, das ist nicht. Scheiße. Mann! Fuck it, wo ist es denn? Oh, Moment, da fällt mir auf, ich habe wieder Geld auf der Hand. Das sollte ich möglichst wegtun. Ach, nie sind Sachen da, wo ich sie. Ah, da ist es. Falls ihr euch fragt, was ich suche gerade Nasenspray. So. Ah, für eine freie Nase. So. Hat sich das Mysterium gelöst. Was sucht der Typ die ganze Zeit? Seinen fucking Nasenspray. Send someone to Point Verdun to pick up my cash. Be there soon. Finde ich interessant, wie, ich weiß nicht, wie die es schafft, während des Telefonierens, während des Fahrens zu telefonieren, während es der, zu der Zeit gar nicht mal mobile Telefone gab. Naja. Wen haben wir denn hier? Ach, dir soll ich reden. You bear? Nikki sent me. Oh, I'm gonna marry that girl someday. Bear Donnelly. I own Nikki's da. Everything. He has me keeping an eye on the Robert O. meatpacking plant. Who's running things over there? Nut job by the name of Sonny Blue. Lets a room out to the butcher's loan sharks. Protection guys too. If they can't do it there, they put their hurt to people in the street. Any chance Sonny's around the Robodeau? Fuck no. Sonny only comes around to scare his people into shape. But I'm here and one of his boys, a fella named Ralph, got caught skimming. They're working the bloody bastard over in the slaughterhouse to find out where he's got it stashed. Might be beneficial to pull his arse out of the fire. I'll see what I can get out of Sonny's goons. Watch your ass, Bear. People whose people are scared of him might not talk. Why not make him more scared of you? Hm. Schlägertrupps. Wenn irgendein armes Schwein Geld verkriegt. Moment, was haben wir eigentlich noch für Gefallen jetzt mittlerweile? Wir haben einmal Polizeidienstleiterin. Entfernt blaue Fahndungssterne. Das ist sehr gut. Und wir haben hier noch einen Gefallen, den wir. Und ah, hier haben wir noch das Ding hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dieses andere Ding ist nochmal ein Ding von Cassandra. Weil wir haben hier nur ein lilanes Ding. Und zwei blaue und zwei grüne. Das heißt, das muss für die sein. Was ist eigentlich das hier? Fahrzeuglieferung. Hank McGee rast durch die Stadt und um dir jeden gewünschten Wagen zu bringen. Jeden gewünschten Wagen. Da könnte ich von dem quasi einfach so einen Sportwagen verlangen und er würde sagen, jo! Bring ich vorbei. Guck mal, hier ist ja direkt so ein Ding. Oh, die haben das echt nicht bemerkt, wie ich den Typen am Eingang gekillt habe. Das ist schon echt traurig. Ich probiere mal was. Time for negotiating has done and gone, dipshit. You had your chance to make this right. You didn't take it. So what's happening here is on you. Jesus! That fucker can't be here. Get him! Down undercover! So.
Nein, geh nicht hinter meiner Karre in Deckung. Oh oh. Das war dumm. Ich dachte, ich könnte mich an den vorbeischleichen, aber Fehlanzeige. So, einfach mal auf offener Straße ballern, kein Problem. Fuck you, motherfuckers! I'm out. Erstmal so, aber das Ding hier. Kann ich im Dingens eigentlich... Ah, kann ich tatsächlich. Hä? So, erstmal der Polizei entkommen. So. Was haben wir hier? Ich glaube, ich fahre jetzt dieses hier in den Norden. Kümmere mich um die Scheiße, die da abgeht. Also, was haben wir eigentlich hier? Es wird irgendwie, gefällt mir der kleine Wagen hier. Ich glaube, ich nehme mir als den als nächstes. Oh, hier sind auch Karren. Ah, aber die gefallen mir nicht so gut wie das andere Ding hier. Ja doch, ist nicht das ganze Ding. So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Moment, wie hieß das Spiel nochmal? Es hieß Mafia 3 mit mir, dem Sepp. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, ist das Spiel abgestürzt. In der letzten Folge, oder gerade eben, je nachdem. Ja, sehr überraschend. Na gut, immerhin ist nicht mein ganzer PC abgestürzt. So, ist alles gerettet worden. Und dementsprechend, ja, sagen wir einfach mal halb so wild. Ich meine, ist die Videodatei nicht kaputt gegangen. Das finde ich immer so echt ärgerlich, wenn die Videodatei oder die Audiodatei kaputt geht dabei. Also ich meine, wenn die Videodatei kaputt geht, ist wirklich scheiße. Wenn Audio kaputt ist, aber Video da ist, dann kann ich erst einfach nachsynchronisieren. Ist ja irgendwie blöd für mich, aber immerhin gibt es dann etwas. Aber wenn dann das Video selbst auch beschädigt ist, oder weg einfach oder sonst was, das ist ja vollkommen scheiße, weil dann da gibt es sehr, sehr schlechte Möglichkeiten. Man kann es nicht immer nochmal spielen. Bei einigen Spielen, so wie zum Beispiel hier, weil hier kann man nicht speichern und so. Gucken wir uns das mal eben an. Ach, guck mal, das ist wieder eine längere Ausgabe. Ganz schnell. Huch. Kubrick, cool. Das würde ich mir gern durchlesen. Hier natürlich 2001, Space Odyssey und Dr. Strangelove. Lolita. Stimmt. Erstere beiden Filme habe ich tatsächlich schon gesehen. Lolita muss ich tatsächlich noch gucken. So, was haben wir hier noch? Oh, Musik. Ach, das ist immer noch Kubrick. Ein Kubrick-Interview. Playboy und Kubrick. Aha. Ist aber mega lang, das Ding, ey. Na gut. Cooles Ding. Sehr, sehr cool. Als Filmnerd interessiert mich das natürlich ein bisschen. Das mögen einige anders sehen. Aber ich finde es sehr interessant. So, was haben wir hier noch? Medizinschrank, das ist ein Häuschen, das ist okay. So, hier ist das nächste Ding. Oh, da fällt mir gerade auf. Sorry. Wir haben hier was übersehen.
Wir haben hier was ganz Wichtiges übersehen. Geld, einerseits. Und, Moment, komme ich denn hier hoch? Moment, wo ist es denn? Hier kommt man hoch. Da ist nämlich so ein blaues Ding. Einmal durch. Ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. Ach nee, hier ist noch ein Geldhaufen. Ach du Scheiße, sogar, glaube ich, ganz schön viel, oder nicht? Und ein vages Gemälde. Ganz schnell angucken. Schön. Habe ich hier was noch nicht gesehen? Hä, das habe ich doch gesehen. Bis zur letzten Seite. Oh, wir können hier raus. Den machen wir das. So. Braucht schon Treppen und Leitern. Wenn man springen kann. Whiskey everywhere. And not a drop to drink. Wow. So. Ich würde ja gern die Dialoge hier mit hören, aber dafür habe ich jetzt gerade keine Zeit. Auch wenn die echt eigentlich ganz gut geschrieben sind. Na, guck mal, unsere Karre. Sehr, sehr merkwürdig geparkt, aber okay. So, jetzt aber zum Ziel. Komm, ich höre mal einen anderen Radiosender als den Rocksender. Aber das gefällt auch nicht gerade. Ja, es gibt doch. Wow. Okay, irgendwie gibt es gerade nichts Interessantes, also zumindest nicht viel. Und sind hier zwei Sachen auf einmal? Hier ist was? Hier ist was. Okay. Na gut. Können wir natürlich beides machen. Aber immer, wie immer, auf die sneaky Art und Weise. Hoch. Ah, da hinten ist noch so ein Ding. Oh Scheiße, hier wird echt mein Sammeltrieb geweckt. Ich habe echt Bock, das alles mitzunehmen. Hier, das auch. Ach, und es macht doch ganz schön Spaß, einfach durch die Straßen lang zu laufen und sowas. Da hat man sonst keine Zeit, man muss immer nur Leute töten und nach da rennen und dann wieder Leute töten. Das läuft sich doch auch irgendwann tot, ne? Fuck, das war doof. Ich dachte, ich könnte es direkt öffnen. What? Hairs on my neck are standing up. Okay? I see him! There he is! Was soll das denn heißen, der hier ist? Guck doch einfach mal nach. Hat er nicht gesehen. Okay, komm. Komm einfach her. Da muss ich mir nicht die Mühe machen und den ganzen. So geht's auch. I want to hear about Sonny Blue and the meatpacking plant. All the shops paying protection up to the boss. I know where they are. Okay. My crew will be in touch. Fun. Sind das die Beach Boys? Ja, ne? Das sind F-Sum. Ach komm, ich lese das nicht. Das ist mir zu viel. Wesen und ich, wir werden keine Freunde. Das sind auf jeden Fall die Beach Boys. Ich weiß doch, ich kenne doch meine Beach Boys. Das ist mir wieder zu viel zum Lesen. Irgendwas von wegen Barbary says bla bla bla, wahrscheinlich irgendwelche Befehle. Ah, schön. Ach komm,
Hier sind sogar zwei von diesen Dingern nebeneinander direkt. Hä, was ist das denn? Warum ist das Feld so ausgegraut? Hä? Okay, komm. Ich weiß nicht, was das soll, warum das so ganz markiert ist. Guck mal, das Auto gefällt mir ganz gut. Ganz gay. Hey, okay, das war anscheinend deren Karre. Nein, jetzt haben die einen Platten geschossen. Ja, wow. Jetzt kann ich auch die Karre wechseln, ey. Blöde Motherfucker, ey. Eigentlich muss ich doch eigentlich hier bleiben. Na egal, ich fahr einfach mal einmal um den Block, dann merken die schon nichts. Vor allem hier kann man auch da rein. Hey! Ach, der siehst mich schon. Okay, komm, dann machen wir schnell. Was soll das denn jetzt? Haben die mich schon verloren oder was? Wow. There's a boy. Knew he's around here somewhere. Get this. Yeah. It's just here. He ain't back there. Okay. Then where you want to look? So. He's going. Hätten wir es erledigt. Dann machen wir noch mal den Trick hier. Send someone to Point Verdun to pick up my cash. Hold your horses. I'll get to you. Wo ist sie denn? Ach, da! Need to make a deposit, Sugar? Jo. Keep this safe. On my way. Call me if you need me. So. Guck mal, 6000 Öcken. Was haben wir hier noch auf der Liste? Ey, wir haben voll viel von diesen Scheiß-Sachen hier. Komm, wollen wir nicht mal hier hinfahren? Mal was anderes machen als diese komischen... Was ist das überhaupt? Schutzgeld. Also, die Schutzgeld-Leute kennen, ne? Die Schutzgeld-Eintreiber. Ich überlege gerade, soll ich vielleicht den Ton des Game, diesen Dingens-Sound laut leise machen? Nee, komm. Ich riskiere nicht unnötig irgendwie, dass es ein Problem gibt wegen der Musik. Aber ich sollte die Waffe vielleicht erstmal wegstecken. Wobei es ja eigentlich ganz schön easy, die zu killen. Ich meine, so wenig wie wir sind. Ich könnte eigentlich vom Hügel aus einfach wegballern. Weißt du was? Das mache ich vielleicht auch. Oh, ist wieder runtergefallen. Okay, das sind mehr Leute, als ich gedacht habe. So, guck mal, von hier aus, einfach hier. Ist es ein Fass von dem? Nein. Ich dachte schon, Videospielinstinkt, rote Fässer immer abballern. Nein, keine Verstärkung rufen. Boah, alter Vater. Oh oh. Ich habe eventuell jetzt Probleme. Oh oh. Get that stupid son bitch. Follow me. Oh 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 oh. Cut that sack of shit down. Ich finde nicht gut, was hier abgeht. So, komm, Verstärkung auf, umballern. Moment.
Meine Fresse, ey. Komm, den Koffer nehme ich mir aber jetzt mit. So. Vielleicht noch irgendwer Munition gehabt. Oh, leck mich am Arsch. Jetzt habe ich es aber unnötig kompliziert gemacht. Für ein bisschen extra Geld. Ja, komm, hier ist auch noch ein bisschen. Da ist auch noch was zum Sammeln. Oder sehe ich das richtig? Ich sehe es richtig. Guck mal, einfach so unter dem komischen Parkdingens. Komm, hier sind noch ein oder zwei von den Dingern. Direkt alles mitnehmen. So. Oh, guck mal. Ich glaube, ich bin falsch hier. Sorry. So. Ah, haben wir es ja. Und noch so ein anderes Ding hier im Park. Komm, das haben wir auch nochmal. Hier soll ich glaube ich nicht lang. Nein. No. Not a gun. The city ain't been worth a damn since Arlene hit. We got all kinds just streaming. Welche Karre nehmen wir denn? Ich glaube, das ist unsere Karre, ne? Ja, das sieht aus wie unsere Karre. So, 10 Meter fahren und wieder aussteigen und mitnehmen. So, jetzt aber. Was machen wir jetzt? Guck mal, hier sind zwei Sachen zusammen. Oh, komm. Das ist noch was zu sammeln.